Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video bei Tati gesehen, die ein Top 3 aus jeder Kategorie gemacht hat, wo sie euch wirklich teuer, mittel und günstig an jeder Kategorie an Produkten gemacht hat. Und ich fand das und ich habe mir gedacht, ich mache das auch, allerdings so ein bisschen in die Richtung Dupes. Ich habe probiert, dass ich euch Produkte raussuche, die sich schon sehr ähnlich sind. Sind es Dupes? Das ist ja eher so eine Definitionssache, aber ich glaube, dass das für alle meine Beauties on a Budget, alle meine Günstmäuse vielleicht gut sein kann. Oder aber auch, jetzt wo bald wieder Weihnachten ist, dass man sich sagt, okay, ich möchte mir wirklich mal was Teures wünschen. Habt ihr hier so einen Guide? Ich plane auch für die Vorweihnachtszeit so ein kleines Geschenke-Guide-Videos. Das kannst du dir wünschen. Schauen wir mal, wie viele Videos ich vor Weihnachten noch schaffe. Aber Freunde, ich dachte mir, es hilft euch vielleicht einfach zu schauen, okay, was ist teuer, was ist günstig. Vielleicht habt ihr das eine auch schon gehabt und wollt jetzt sagen, okay, wenn das jetzt die günstigere Version ist und die besser ist, sign me in. Deswegen habe ich hier eine komplette Kiste voll mit Make-up gemacht und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich. Ich freue mich natürlich, dass ihr heute mit dabei seid und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal jetzt einmal abonniert. Ich habe gesehen, dass 40% noch nicht Teil der Giacomo Army sind und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr einfach nur auf den Knopf drücken würdet. Das hilft mir tatsächlich am meisten. Und wir starten mit dem ersten Produkt, was so ein bisschen in die Pflegerichtung geht. Ihr kennt mit Sicherheit das Charlotte Tilbury Magic Serum. Ich liebe das. Das ist, ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, diese Magic-Reihe so perfekt hinzukriegen. Abgesehen von dem Duft. Duftstoffe, ist so eine Sache bei vielen. Mich stört es nicht. Aber dieses Serum, das legt sich auf die Haut, das zieht ein und eure Haut sieht einfach perfekt aus. Allerdings kostet dieses Ding haufenweise Geld und ich überlege halt immer, würde ich es mir selber kaufen, wenn ich es nicht in PR bekommen habe. Hier glaube ich ja, aber dann würde ich es auch nur benutzen, wenn ich irgendwas Tolles vorhabe, wo ich sage, okay, weiß nicht, meine eigene Hochzeit zum Beispiel und dann auch eher nicht. Also das ist so teuer und so besonders, dass ich das nicht jeden Tag benutzen würde. Ich hoffe, es ist eine gute Information, dass ich sage, würde ich es mir kaufen, wenn ich es nicht in PR kriegen würde, weil ich glaube, das macht nochmal einen riesengroßen Unterschied. Und klar, wir sind in der glücklichen Position, dass wir vieles geschickt bekommen, aber nicht unbedingt, und das ist das, was ich immer probiere, euch mitzugeben, das ist ein Haufen Geld. Für mich ist das auch ein Haufen Geld, 80 Euro für eine Creme, Santa Maria. Aber ich glaube, diese Information ist vielleicht ganz wichtig, um wirklich so ein bisschen die Pastas oder nicht abzugrenzen. Deswegen habe ich hier eine günstigere Version, die ein ähnliches Finish macht. Das ist von Balea, das Vital Plus Intensiv Serum. Auf eine Empfehlung von Letizia Lehmark, das macht euch die glowigste Base. Lasst es 10 Minuten einziehen und dann ist wirklich nur noch so ein Film an Glow und an Frische in eurer Haut. Kostet 3,45 Euro und das ist eine sehr, sehr gute Alternative, um das auch so ein bisschen zu strecken. Also ich benutze das tatsächlich nicht jeden Tag, das ist jetzt sogar noch eine neue. Ich habe hier immer noch meine erste Flasche, ne? Ihr seht, ich benutze es sehr, sehr sparsam, weil ich tatsächlich so ein bisschen strecke mit diesem Produkt hier. Sehr leicht, hier ist Calcium und hier ist Sojaöl mit drin, hinterlässt ein tolles Finish. Wenn ihr wollt, trage ich alle Produkte auch nochmal side by side auf. Vielleicht in einem anderen Video, lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen. Auch für die Primer habe ich so ein bisschen geguckt, dass ich teuer und günstig nehme. Und als günstiges habe ich hier von Rival Loves Me die Blur Primer Drops mit Cranberry Extrakt. Die haben, ach, das ist, also ich beschreibe es immer als, das sind Einhorntränen. So sieht das aus. So ein leichter, goldener Glow ist mit drin, ist riecht toll, es ist frisch, es hinterlässt eine ganz, ganz tolle Grundlage fürs Make-up und kostet dabei nur wenig Geld. Also das ist so ein Primer, den benutze ich regelmäßig. Kommt dem Finish her, diesem Dior Capture Total Glow Booster recht nah. Darum soll es aber nicht gehen, das ist für mich eher Pflege. Ich habe hier noch den Dior Primer. Auch der ist eine große Empfehlung für besondere Anlässe. Den könnt ihr auf dem kompletten Körper benutzen, wenn ihr irgendwie so unebene Stellen habt, sei es auf dem Arm oder da, wo ihr Make-up tragen wollt, so Body Foundation. Toller Primer. So teuer ist er nicht wie andere Primer vielleicht, aber das ist ein gutes, solides Produkt, um einfach sein Make-up-Kit aufzubauen. Ich probiere es jetzt so ein bisschen auf, das kannst du dir kaufen, wenn du einfach Interesse hast. Sehr, sehr guter Primer. Funktioniert eigentlich bei jeder Person, die ich kenne.
Ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Weniger ist mehr bei diesem Produkt. Tolles Produkt für, ja, das kann man jeden Tag benutzen, wenn man eher so in die High-End-Richtung gehen möchte. Ihr kennt mich viel zu gut. Ihr wisst, welches Produkt jetzt als nächstes kommt. Und ich habe auch hier jeweils ein günstiges und ein teures Produkt. Und wir starten mit dem teuren Dior Forever Skin Glow Foundation. Für mich persönlich die schönste, die effektivste, die langanhaltendste Glowy Foundation aus dem High-End-Bereich. Ein ganz, ganz tolles Finish. Man braucht nicht viel. Die Deckkraft ist fantastisch. Die ist ausreichend für die meisten. Für mich perfekt. Ich trage sie auch heute tatsächlich. Also ich habe probiert, dass ich einige der Produkte auch heute im Gesicht trage, dass ihr so einen Effekt sehen könnt, ne? Frisch Glowy. Meine Alltagsfoundation im High-End-Bereich. So teuer, auch hier ist sie nicht, 30 Euro. Deswegen habe ich euch hier meine andere günstige Favorite Foundation mitgebracht, das Hyaluron-Make-up von Rival de Loop. Kaschiert Linien, eins wirklich, als hätte sich Rival de Loop dahingesetzt und gesagt, wir machen die jetzt in günstig. Da hat nur einen Duft drin, die Farbe ist nicht so gut wie hier. Aber wenn ihr in der Farbrange seid, go, try it. Viele von euch haben sie probiert. Ihr kennt mich mittlerweile, ich schwärme nur noch von dieser Foundation, aber sie hat alles an, sie hat diese tatsächlich abgelöst. Gute Version, die günstige von der, die teure von der. Jetzt wird es so ein bisschen spannend, denn es kommt eine Kategorie, die ich recht selten benutze. Ihr wisst, normalerweise benutze ich Baking-Puder für mein Gesicht und auch unter den Augen komplett. Also ich setze eigentlich meistens nur mit Baking-Puder. Da habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Warum eigentlich nicht? Machen wir einfach. Teure Version, das Sensai-Puder. Oder das Huda Beauty Cupcake Easy Bake Powder. Beide recht ähnlich. Das Huda Beauty ist noch ein Stückchen günstiger als das von Sensai. Du kannst so viel Puder benutzen, wie du möchtest. Und das wird nicht cakey. Und das ist Magie. Sehr, sehr fein gemahlen. Beide legen sich nicht in Fältchen. Wenn man nur ganz leicht mit dem Pinsel reingeht und dann unter den Augen lang settet, als hättet ihr eine kleine Fee. Ein bisschen Sand ins Gesicht, nicht Sand. Der Sandmann kam. Hat so gemacht und das ist alles gesettet. Fantastisch. Aus der günstigen Reihe habe ich tatsächlich nur eins und das ist das Ready for the Frill Powder. Generell die Rival Loves Me losen Setting Puder, die in Limited Editions sind. Favorite. Ähnlicher Effekt, ähnliche Parfümierung tatsächlich wie alle anderen auch. Schön fein gemahlen, vegan, cruelty free und günstig. Also wenn ihr, ich. Abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Rival Loves Me und Rival de Loop Limited Edition Videos mehr, weil ich lade eigentlich zu jeder was hoch. Und bald gibt es auch ein neues Sortiment. Jetzt aber zu den gepressten Pudern. Ich weiß, viele benutzen gepresste Puder und I'm down for it, wenn ihr damit happy seid. Ein günstiges, solides Produkt ist das Catrice All Matte Powder. Das fixiert. Das ist so ein bisschen schwierig. Was soll ein gepresstes Puder machen, außer fixieren? Das ist halt so günstig, dass man das gerne mal in die Handtasche machen kann und zwischendrin einfach mal so ein bisschen setten kann. Schön fein gemahlen, sehr mattierend und es hat auch so ein seidiges Finish. Also es sieht nicht ganz so pudrig aus auf der Haut, wenn man es dann einfach so ein bisschen. Es reicht nur, wenn man so macht. Ein bisschen settet. Ich habe jetzt hier ein Wasserspray. Erfüllt den Zweck. Auf der High-End-Seite zwei andere Favoriten von mir. Einmal das Dior Powder. Das ist aus der Backstage-Reihe, das Professional Performance Perfect Translucent Powder. Das ist nicht translucent, gibt es in hunderten Farben. Das ist ganz verrückt. Das ist noch ein ganz, ganz neues. Meins, das andere, was ich regelmäßig benutze, das ist ein Krampf von der. Ne? Das ist halt so eine transparente Hülle. Sieht immer nicht schön aus, aber das Produkt an sich ist hammermäßig. Denn das ist. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Kennt ihr die Nabla Skin Hatice Schmidt Bronzer? Selbe Textur. Ganz, 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 ganz weich. Fast schon wie flüssig. Und die Haut ist gesettet, aber sie sieht nicht aus wie gesettet. Also wer auf diesen glowy, setted Base Look steht, get it. Ist Dior. Ist ein bisschen teurer, aber dieser Effekt auf der Haut ist mega. Ihr kennt das, habe ich schon tausendmal benutzt. Und natürlich ich kenne niemanden, der das nicht mag. Das ist das Charlotte Tilbury Flawless Finish Powder. Auch recht teuer. Mittlerweile habe ich aber so ein bisschen die Magie daran verloren, weil einfach viele, viele Drogeriemarken mittlerweile auch mit neuen Pudertexturen rauskommen. Das ist gut. Was mich hier sehr massiv stört, ist, dass es extrem viel Kickback hat. Also das habt ihr hier gar nicht. Hier könnt ihr wirklich mit einem Pinsel reingehen und das als Foundation auftragen. So fest ist das gepresst. Hier geht ihr rein und
3, 4, 5, 6, 7 Euro sind weg. Effekt auf der Haut, mega. Also ihr könnt auch damit immer einfach mal so ein bisschen rübergehen, um es zwischendurch zu mattieren. Das ist halt wie ein loses, fein gemahlenes Puder in gepresster Form. Kommen wir zu den Blushes, einer meiner liebsten Kategorien. Und ich bin ja mittlerweile so ein bisschen am Arbeiten an verschiedenen Texturen für meine eigene Brand. Aber ich habe hier zwei Blushes, die ähnlicher nicht sein könnten vom Finish her tatsächlich. Wir haben hier einmal den Charlotte Tilbury Cheek to Chic Swish and Pop Blusher. Auch da gibt es viele, viele verschiedene Versionen. Ihr habt so zwei verschiedene Kringel. So könnt ihr es, glaube ich, sehen. Einen etwas helleren, schimmernden und einen matten. Auch hier die Texturen, die Pudertexturen von Charlotte Tilbury sind einsame Klasse im High-End-Bereich. Sehr fein, sie sehen auf texturierter Haut auch nicht pudrig aus. Sie verbinden sich sehr schön mit der eigenen Haut und mit anderen Pudertexturen. Man kann sie sehr gut aufbauen und der hält recht lange. Das ist jetzt eine recht helle Farbe. Ich habe ihn aber mitgenommen, um ihn euch zu vergleichen mit der Version von Catrice. Das ist die Blushbox in einer neuen Farbe und zwar Warm Soul. Ihr seht, ja, das sieht jetzt unterschiedlich aus, wenn ihr sie aber mischt, und das ist ja hier das, was man bei der Blushbox macht, habt ihr einen ähnlichen Effekt. Der ist vielleicht so ein klitzekleines bisschen pinker, aber auch hier vom Effekt ähnlich. Sehr skin-like, sehr weich auf der Haut. Super, super günstig. Die Blushboxen von Catrice sind mit die besten Blushes in der Drogerie, vor allen Dingen im Preis-Leistungs-Verhältnis. Die L'Oreal Melon Dollar, diese L'Oreal-Geschichte, Melon Dollar Blush und so, sind auch gut. Sind aber schon wieder zu teuer, finde ich, für Drogerieblush. Sehr, sehr gute Qualität. Genauso wie die hier. Beauty Side, Beauty on a Budget oder Beauty on Bougie. Auch zum Bronzen habe ich zwei Produkte mitgebracht für euch. Auch hier von Catrice. Das ist der Sun Glow Bronzer, der aber nicht glowy ist, sondern der ist matt. Aber er ist nicht pudrig, sondern er ist glowy. Wow, was für ein Satz. Der ist matt, aber feuchtmatt. Auch hier ähnlich wie die Textur von Dior, das gepresste Puder. Ein super weicher Bronzer, der eine perfekte Farbe hat. Also der ist ich habe ihn hier in der Farbe Medium Bronze. Er sieht jetzt hier recht warm aus in der Kamera. In echt ist er das aber gar nicht. Ich swatche ihn euch einmal kurz. Ne? Perfekte Farbe für mich. Medium Bronze. Günstig, cruelty-free. Tolles Produkt. Auch das ist so ein Ding, das kann man mal, ne, wenn man mal irgendwo über Nacht war, ne? Sehr, sehr gut. Kann man in die Handtasche machen. Macht man nichts falsch. Sehr, sehr gutes Starter-Kit auch. Starter-Kit-Make-up könnte ich eigentlich auch mal machen. Drogerie-Starter-Kit-Make-up. Habt ihr darauf Lust? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und auf der High-End-Seite wirklich einer der schönsten Bronzer im Vergleich zu dem anderen. Das ist der Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer. Ihr seht, wie, upala, der ist fast leer. Ich benutze ihn jeden Tag, wenn ich High-End bin. Ah, okay. Der lässt sich nicht swatchen, er ist schon recht hart geworden, ne? Also irgendwann ist auch mal Schluss. Aber was ganz toll ist, ihr müsst nicht, wenn der leer ist, die komplette Packung kaufen. Das heißt, ihr spart dann langfristig ein bisschen Geld. Hier ist so ein Knopf drin, da kann man das komplette Fännchen rausnehmen. Dann könnt ihr das einmal in eine Spülmaschine machen und könnt euch einfach das hier neu und einzeln kaufen. Ist magnetisch, es hält, also es rutscht euch auch, ist mir noch nie rausgerutscht. Auch hier Textur ähnlich wie die Blushes, ähnlich wie die ganzen Puder. Weich, lässt sich sehr, sehr gut aufbauen, lässt sich sehr gut verblenden. Die Inhaltsstoffe sind auch recht solide, ne? Also das ist nicht so, wo man sagt so, also ich zumindest nicht, ne? Da ist ja jeder so ein bisschen anders. Der ist nicht parfümiert. Schöne Farbe, gibt es auch hier in vielen verschiedenen Farben. Das heißt, es sollte für jeden was dabei sein. Und er ist halt riesengroß, ne? Hier sind 16 Gramm drin, das ist das Doppelte, was. Ja, hier sind 8, ja, hier sind 10 Gramm, okay, ne? So Puder ist meistens 8 bis 10 Gramm. Für die Augen habe ich lange überlegt, weil es gibt Millionen von Lidschattenpaletten mittlerweile, aber zwei haben mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Beide. Und auch die Videos damals haben euch sehr, sehr gut gefallen. Ihr erinnert euch mit Sicherheit an die Five in a Box Shadows von Catrice. Davon gibt es mittlerweile auch neue und die sind. Das ist nicht mehr Drogeriequalität. Also, ich würde fast sagen, kauft euch nicht die von Natasha Denona, diese kleinen Paletten. Die großen, das ist nochmal was anderes. Aber vom Farbschema sind die identisch. Eins zu eins. Ich habe ein Vergleichsvideo gemacht. Vielleicht verlinke ich euch das hier oben einmal in der Ecke. Top-Qualität. Kein Mikroplastik. Vegan. Die von Natasha Denona ist zumindest paraben-free. Ich weiß nicht, ob die vegan ist. Ich glaube nicht. Same, same.
Wirklich, eins zu eins genau dasselbe. Und da ist halt, ne, die kostet 4 Euro, die kostet 25 Euro. Ich zeige euch einfach zwei Alternativen, die günstige und die teure Version, die sich wirklich, wirklich lohnen, meiner Meinung nach. Keine schlechten Produkte, um Gottes Willen. Und auch für meine Lippen habe ich euch noch ein Produkt mitgebracht, beziehungsweise zwei. Und zwar habe ich mich jetzt erstmal auf Glosse reduziert, weil auch bei Liquid Lipsticks gibt es so, so viele verschiedene und ich benutze kaum High-End Liquid Lipsticks. Ist ganz verrückt. Ich benutze meine eigenen, ich benutze Lethal Cosmetics, ich benutze die von Rival de Loop, aber nicht so richtig High-End. Die Pat McGrath-Dinger sind gut, die Viseart-Dinger sind fantastisch gut, aber ich wollte mich wirklich auf Glosse konzentrieren. Die Maybelline, sind die Maybelline? Ja, hier, die Lifter-Glosse. Ich finde den Namen furchtbar. Was ist denn ein Lifter? Lifter-Gloss, das ist halt dieses auf Deutsch übersetzt. Keine Ahnung, ich trage ihn auf, das ist die Farbe 04 Silk. Super pigmentiert, ne? Also, das ist schon so ein Liquid Lipstick mit Farbe in Gloss. Auf der anderen Seite, die Fenty Beauty Gloss Bomb Dinger gibt es auch mittlerweile in hunderten Farben mit Plumping-Effekt, ohne Plumping-Effekt, ohne Glitzer, mit Glitzer. Sehr solide Produkte, gibt es auch in kleinen Größen, wenn ihr die mal testen wollt. Ich habe euch alle Produkte einmal unten verlinkt. Sehr, sehr gute Produkte und ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen und vielleicht auch ein bisschen geholfen, einfach mal so ein 1-zu-1-Vergleich zu sehen. Ein kleines Talk-Video. Wir quatschen ein bisschen darüber, was gibt es gerade, was ist gut, was lohnt sich nicht. Falls ihr wollt, mache ich noch eine weitere Version mit Creme-Produkten. Ich habe Cream-Blushes, ich habe Cream-Bronzer, ich kann die Sachen auch einmal auftragen für euch, aber ich dachte, ich setze mich einfach mal hin und zeige euch wirklich den 1-zu-1-Vergleich. Ich probiere euch alle Produkte unten zu verlinken und bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.